Natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de. Herzlich willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten, liebe Zuschauer. Auch heute gibt es bei uns wieder einen Talk zur Corona-Impfung. Diesmal geht es um die Nebenwirkungen. Außerdem heute bei uns in der Sendung: Mütter unerwünscht, H&M will in Memmingen Stellen abbauen. Unterschiedliche Regelungen der Bundesländer, wie 100 Meter Luftlinie über Betriebsverbot eines Oberallgäuer Skilifts entscheiden. Und das Wetter im Allgäu regnerisch bei Werten zwischen 5 und 7 Grad plus. Bei uns sind vergangene Woche einige Zuschauerfragen zur Corona-Impfung eingegangen. Wir haben sie an zwei Allgemeinmediziner weitergegeben. Heute spricht Katrina Rudolph mit Dr. Hardy Götzfried, dem ärztlichen Leiter des Impfzentrums Memmingen, unter anderem über die Nebenwirkungen der Corona-Impfung. Herr Dr. Götzfried, welche Nebenwirkungen kann ich denn nach einer Corona-Impfung erwarten? Jetzt gehe ich mal von dem momentan hauptsächlich verwendeten Impfstoff aus. Das ist der von der Firma BioNTech. Der wurde ja in der Zulassungsphase sehr, sehr intensiv und gut untersucht. Und da hat man dann auch natürlich viele Probanden gehabt, die dementsprechend ihre Auswirkungen und so weiter kundgetan haben. Und dabei hat man letztendlich festgestellt, dass das Nebenwirkungsprofil denen anderer Impfstoffe im Wesentlichen entspricht. Sprich, man kann nach dieser Impfung hauptsächlich Kopf- oder Gliederschmerzen bekommen. Man kann einige Tage ein bisschen müde sein, abgeschlagen sein. Größere Nebenwirkungen treten meistens nicht auf. Es könnten halt allergische Reaktionen auftreten. Deswegen ist das ein wesentlicher Punkt bei der Impfung, ob jemand schon auf eine Impfung oder anderweitig schwer allergisch reagiert hat. Aber das Nebenwirkungsprofil ist den anderen Impfstoffen entsprechend, außer es gibt sogenannte Lebendimpfstoffe, bei denen ist das Nebenwirkungsprofil sogar noch höher. Dabei geht es jetzt ja aber nur um die Kurzzeitnebenwirkungen und noch nicht um wirkliche Langzeitnebenwirkungen. Langzeitnebenwirkungen kann man natürlich nicht erfassen, weil die kann man erst über die Zeit erfassen. Allerdings muss man das Wirkprinzip dieser Impfung ansehen. Und das Wirkprinzip ist ja das über eine mRNA. Und diese mRNA ist ja ein Botenstoff, der bei uns in den Körper, in die Zelle eingeschleust wird und dann dafür sorgt, dass in bestimmten Teilen der Zelle jetzt Eiweißbestandteile produziert werden. Das ist diese mRNA vorstellbar ungefähr wie eine Lochkarte, die man in eine Maschine reinschiebt. Die Maschine produziert dann dieses Antigen, diesen Eiweißpartikel, auf den unser Immunsystem reagiert. Und danach wird die Lochkarte, also diese mRNA, vernichtet, weil die braucht man nicht mehr. Und dementsprechend ist es eigentlich nicht zu erwarten, dass es zu spät Nebenwirkungen kommen kann. Alles klar, dann kommen wir noch zu einer weiteren Zuschauerfrage. Und zwar fragt hier jemand: Ich habe eine chronische Erkrankung. Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich mich jetzt impfen lassen will? Ja, man muss sich da große Sorgen machen, und zwar, dass man nicht bald geimpft wird. Also je mehr chronische oder schwere Erkrankungen man hat, desto schneller sollte man in meinen Augen geimpft werden, weil die Impfung wirklich momentan der einzige gute Schutz ist, und je schwerer die Erkrankung, die Grunderkrankung ist, desto größer ist natürlich das Risiko, dass jemand schwer auch an einer Corona-Erkrankung erkrankt. Allerdings ist es nicht ein Muss. Das heißt, jeder Mensch, der schwere Erkrankungen hat, auch Medikamente nimmt, die vielleicht immunsuppressiv wirken, das heißt also das Immunsystem unterdrücken, wie Cortison oder Rheumamedikamente, sollte, wenn möglich, möglichst bald geimpft werden, damit er einen ausreichenden Schutz hat. Es ist natürlich so, dass man auch immer überlegen muss, wenn jemand schwere Erkrankungen hat, dann nimmt er auch bestimmte Medikamente zu sich. Und da muss man natürlich auch schauen, welche Medikamente sind das, weil es gibt eine relative Kontraindikation bei jeder
Impfung oder Injektion eigentlich, das hat mit der Impfung an sich nichts zu tun, aber man muss ja mit bei dieser Impfung eine Injektion in die Muskulatur setzen. Und wenn jetzt jemand Gerinnungshemmer, wie zum Beispiel Marcomar, zu sich nimmt, dann muss man dementsprechend das im Vorfeld wissen und bei der Impfung stärker komprimieren, stärker drücken, damit es eben nicht zu einer Einblutung kommt. Das hat aber mit dem Impfen an sich nichts zu tun, sondern einfach mit der Technik der Injektion. Das betrifft dann eben aber auch nur Medikamente und jetzt nicht spezielle chronische Erkrankungen. Genau, bei jeder speziellen chronischen Erkrankung kann man impfen, sollte man impfen. Das Einzige, was als Kontraindikation gilt, ist wirklich Schwangerschaft und Stillzeit, weil es da keine Untersuchungen dazu gibt. Und wie gesagt, keine Kinder unter 16 bzw. unter 18 bei dem Moderna-Impfstoff. Ansonsten gibt es keine Erkrankung, die als Kontraindikation zu werten ist. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Antworten. Gerne. In jeder größeren Stadt gibt es Ihnen normalerweise einen H&M. Für Fußgängerzonen ist die Modekette oft ein Kundenmagnet. Wenn nicht gerade Corona alles lahmlegt, sind die Geschäfte vor allem gegen Abend und am Samstag gut gefüllt. Doch nicht alle Mitarbeiter können zu diesen Zeiten eingesetzt werden und das scheint H&M ein Dorn im Auge zu sein. Rund 800 Stellen sollen gestrichen werden. Betroffen sind vor allem Mitarbeiter mit Kindern oder noch in Elternzeit, auch im Allgäu. Für Verdi ein Unding. Sale, Ausverkauf. So muss es sich für viele Mitarbeiter der Modekette H&M gerade anfühlen. Sie müssen raus, um Platz zu schaffen für neue, flexible Arbeitnehmer. Bei der Gewerkschaft Verdi kommen diese Pläne gar nicht gut an. Hier im Bezirk gibt es 4 Filialen. Memmingen, Kaufbeuren, Kempten und Garmisch. Vom Stellenabbau betroffen ist laut Verdi nur Memmingen. Dort wurde den Mitarbeitern das Freiwilligenprogramm geradezu schmackhaft gemacht. Das ist doch so toll, dass man freiwillig das Unternehmen verlassen kann mit einer geringen Abfindungssumme. Und hat man während der Elternzeit sogar die Kolleginnen angerufen und hat gesagt, wollt ihr denn nicht das Unternehmen verlassen? Es wäre jetzt an der Zeit, es gibt ja auch noch schön Geld. 800 Stellen in ganz Deutschland sind betroffen. Das sei nicht neu, sagt Verdi. Schon im November wurde die Umstrukturierung angekündigt. Dass davon jetzt vor allem Mitarbeiter mit Kindern betroffen seien oder sogar welche, die noch in der Elternzeit sind, hatte das Unternehmen zunächst dementiert. Ich glaube, das können Sie jetzt mittlerweile nicht mehr dementieren, weil den Filialen mittlerweile die Namensliste oder die betroffenen Personen vor. Ich glaube, damit machen Sie sich selber auch keinen Gefallen, wenn Sie das jetzt noch dementieren. Im Allgäu ist aktuell nur Memmingen betroffen. Dort bangen 10 Mitarbeiter um ihren Arbeitsplatz. Entsprechend aufgewühlt sind die Emotionen, so dass sich aktuell noch niemand vor der Kamera äußern möchte. Ja, furchtbar. Also wir hatten ganz, ganz viele Telefonate, Versammlungen. Wir haben den rechtlichen Part natürlich auch aufgeklärt, haben die Möglichkeit nochmal aufgezählt. Gott sei Dank gibt es in Memmingen Betriebsratsstrukturen, einen starken Betriebsrat, wo natürlich so eine Vereinbarung nicht unterschrieben hat. Und da sind wir sehr froh drüber. Das Unternehmen hingegen wird nicht froh sein über diesen Gegenwind. Denn Grund für die geplante Umstrukturierung sind die Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Krise. Eine Krise, die vor allem Familien hart trifft. Nun womöglich doppelt. Über manche Gedankenspiele in dieser Zeit kann man echt nur den Kopf schütteln. Hoffen wir mal, dass diese Geschichte für die betroffenen Mitarbeiter von H&M einigermaßen glimpflich ausgeht. Gleich gibt es bei uns aktuelle Nachrichten aus dem Allgäu. Mehr Fun, mehr Action, mehr Möglichkeiten. E-Bikes von Husqvarna, jetzt bei Zweirad-Haus Müller in Waltenhofen. Scholle geht immer. Eiskalt fresh aus der Flasche genießen. Alle hopp, die Weinscholle to go. Jetzt abchecken auf allerhopp.de.
Warum wir Ihnen Louis GF Optik empfehlen? Na, Ihren Augen zuliebe. Louis GF Optik ist auch dieses Jahr wieder unter den Top 100 Augenoptikern. Fachlich top, Auswahl top, Preise top. Louis GF Optik in Oberstaufen an der Mariensäule und unter louis-gf.de. Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Egger Technologie ist Ihr professioneller Partner für Trinkwasseraufbereitung aller Art. Natürlich mit Vollservice, Beratung, Planung, Montage und Wartung. Alles aus einer Hand. Mit Technik von Egger wird's Wasser lecker. Ein Urlaubsjuwel der besonderen Art. Zünftig, gemütlich, traditionell. Genießen Sie Wirtschaftstradition in familiärer Atmosphäre. Willkommen im Berggasthof Sonne in Sonthofen im Berg. Via Nova Naturprodukte. Qualität im Allgäu. Seit über 30 Jahren. Wir heißen Sie in unserem Werksverkauf herzlich willkommen und beraten Sie gerne. Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika nach dem Vorbild der Natur. Und nun die Kurznachrichten vom Donnerstag. Laut Angaben des Veranstalters des Techno- und Elektromusikfestivals Icarus in Memmingerberg laufen trotz Corona die Vorbereitungen für das Event. Die Großveranstaltung soll laut Plan vom 21. bis 24. Mai stattfinden. Ob das Icarus dann in veränderter oder in kleinerer Form ausgerichtet wird, ist noch unklar. Karten gibt es derzeit aber noch keine zu kaufen. 2020 musste das Festival pandemiebedingt abgesagt werden. Zweiter Prozesstag am Kempner Landgericht. Am Kempner Landgericht ist heute der Mordprozess gegen einen 38-jährigen Afghanen weitergegangen. Der Mann soll im Juli seine Frau in einem Linienbus in Obergünzburg mit einem Messer erstochen haben. Heute, am zweiten Verhandlungstag, haben unter anderem der Bruder des Opfers sowie ein Bekannter ausgesagt. Der Angeklagte selbst hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Staatsanwaltschaft vermutet Rache als Motiv. Der Mann soll seine Frau immer wieder geschlagen haben. Daraufhin setzte die Frau ein Kontaktverbot durch. Eine Freundin der Getöteten berichtete am ersten Prozesstag davon, dass die Frau in großer Angst vor ihrem Mann gelebt hatte und dass dieser immer wieder mit Gewalt gedroht hatte. Nach dem heutigen Tag stehen noch zwei weitere Prozesstage zu diesem Fall an. Gesundheitsminister Holecek zu Besuch in Memmingen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek war heute in Memmingen. Grund seines Besuchs war die Vorstellung eines neuen Impfbusses. Ab morgen soll dieser im Unterallgäu unterwegs sein. Solche Impfbusse sollen die bereits existierenden Impfzentren und mobilen Impfteams ergänzen. Bei einer anschließenden Pressekonferenz äußerte sich der Gesundheitsminister auch zu den Lieferengpässen bei den Impfstoffen. In einem Land wie Deutschland dürfe das eigentlich nicht passieren, so Holecek. Einen ausführlichen Beitrag dazu sehen Sie morgen bei uns in der Sendung. Neues DPD-Zentrum in Holzgünz eröffnet. In Holzgünz im Unterallgäu ist am vergangenen Samstag ein neues DPD-Zentrum in Betrieb gegangen. Dort stehen nun auf einer Fläche von etwa 54.000 Quadratmetern zwei Beladehallen, eine Entladehalle und ein Bürogebäude. Bis zu 50.000 Pakete täglich sollen später über die Sortierbänder fahren. Außerdem soll das Depot nahezu energieautark sein, beispielsweise durch eine Photovoltaikanlage. Das neue DPD-Zentrum in Holzgünz löst den bisherigen Standort in Kempten ab. Nach Angaben des Unternehmens war dort eine Erweiterung nicht möglich. Einige Mitarbeiter aus Kempten wechseln aber zum neuen Standort. Dort sollen dann mehr als 130 Personen beschäftigt sein. Das waren die Kurznachrichten von heute. Jetzt kommt noch das Wetter. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler-7-Stationen und mach die Zwei-Länder-Skiregion zu deinem Revier. Heute Nacht bleibt es regnerisch bei Temperaturen von 5 bis 7 Grad plus. Auch am Freitagvormittag regnet es weiter bei ähnlichen Temperaturen. Am Nachmittag hört es im Ostallgäu auf zu regnen. In den restlichen Landkreisen bleibt es regnerisch bei 5 bis 7 Grad. In den Bergen schneit es noch.
Auf dem Gründen gibt's Schneeregen. Es hat Tiefsttemperaturen von minus 6 Grad auf dem Nebelhorn. Am Wochenende und zum Wochenstart bleibt der Regen noch bei Tiefstwerten von minus 1 Grad am Montag. Am Sonntag könnten jedoch ein paar Sonnenstrahlen zu sehen sein. Wenn es um die Corona-Maßnahmen geht, dann herrscht auch auf Bundesebene oft Unstimmigkeit. Andere Bundesländer, andere Gesetze. Einen Skiliftbetreiber in Buchenberg im Oberallgäu treffen diese Unterschiede besonders hart, denn nur ein Katzensprung trennt ihn von der Grenze zu Baden-Württemberg, wo sein Skilift in den Bereich von Sportstätten fallen würde. Somit dürfte er für private Vermietung in Betrieb gehen. In Bayern jedoch gar nicht vorstellbar, denn hier gelten auch die kleinsten Schlepplifte als Seilbahn und in Bayern ist dies strengstens verboten. Der Skilift Gorasberg in Buchenberg ist klein und schnuckelig. 640 Meter lang und mit 33 Liftbügeln insgesamt hat er Platz für maximal 66 Skifahrer. Trotzdem gilt er laut Gesetz in Bayern als Seilbahn. Und das hat große Folgen. Denn in Bayern dürfen laut den derzeitigen Bestimmungen Seilbahnen nicht in Betrieb sein. Ganz zum Ärger von dem Betreiber des kleinen Schlepplifts Rudi Holzberger. Der Skiliftbetreiber würde seinen Lift gerne privat vermieten. An einzelne Familien stundenweise. Im Freistaat jedoch verboten. Das schreit für mich zum Himmel. Das heißt, es käme eine Familie, ein Hausstand, die zu Hause daheim sitzen, die im Auto gemeinsam sitzen und die dann hier auf abgesperrter Piste 1, 2, 3 Stunden fahren würden. Was, bitteschön, soll da nicht Corona-konform sein? Die wären in ihrem Reservat und wären völlig allein, würden hier die Bügel selber nehmen, hätten keinerlei Feindberührung. Das ganz besonders große Pech, der Skilift steht nur ca. 100 Meter neben der Grenze zu Baden-Württemberg. Stünde der Lift auf der anderen Seite dieser Brücke, würde der Skilift in den Bereich der Sportstätten fallen. Dann wäre das stundenweise Vermieten des Liftes erlaubt. Dann durfte ich ihn inzwischen längst laufen lassen und hätte inzwischen viel Geld verdient. Ich verliere in diesem irrsinnigen Winter schon bislang vermutlich 30.000 bis 40.000 Euro, die mir der bayerische Staat höchstwahrscheinlich nicht ersetzen wird. Mit der privaten Vermietung käme wenigstens etwas Geld in die Kasse. 150 Euro würde der Spaß pro Stunde kosten. Um die 70 Anfragen sind bereits hereingekommen und es werden immer mehr. Der Skiliftbetreiber hat sich bereits heftig gegen das Verbot gewehrt. Mein Anwalt hat ein Gutachten erstellt, aus dem ganz klar herausgeht, dass man mir eigentlich diesen Liftbetrieb unter den genannten Bedingungen eine Familie für sich nicht verbieten kann und schon gar nicht die private Benutzung als Eigentümer. Das ist ja undenkbar. Dieser Antrag ging ans Bayerische Staatsministerium, Gesundheitsministerium und ans Landratsamt Oberallgäu. Denn sogar er selbst darf den Lift nicht benutzen. Es gibt noch zwei weitere stille Teilhaber, für die dasselbe gilt. Und der Gipfel der Geschichte ist dann der, dass das Landratsamt mir und offensichtlich auch anderen Kollegen auch noch verboten hat, mir als Eigentümer meinen eigenen Skilift zu benutzen. Und das ist für mich schlichtweg grundgesetzwidrig. Man kann niemandem verbieten, sein eigenes Auto zu benutzen. Mein Anwalt hat es sehr schön formuliert. Er sagt, es wäre, wie wenn man einem Wirt momentan bei seinem geschlossenen Gasthaus verbietet, dass er in seinem Gasthaus kocht und isst. Nachdem in Medienberichten berichtet wurde, Rudi Holzberger hätte vor, sich über die Bestimmungen hinwegzusetzen und den Lift zu öffnen, hatte er bereits Besuch von der Polizei. Ja, nachdem ich der Kollege von der dpa so ein bisschen freigeschrieben hat, ich öffne morgen, war ja gestern schon die Polizei hier und hat kontrolliert, Bayern und Württemberg. Ohne württembergische Amtshilfe geht es ja nicht, weil die Bayern erreichen meinen Lift gar nicht ohne württembergische Straßen. Und wollten wissen, ob ich das jetzt wirklich mache, so böse, sage ich nein. Ich warte auf einen Antrag, damit das endlich weitergehen könnte. Und dann hoffe ich, dass das endlich in Bewegung kommt. Es gibt erste positive Zeichen. Das Bayerische Staatsministerium hat kundgetan, dass sie das an die Regierung von Schwaben übergeben hat und dass die Regierung von Schwaben eine Ausnahmegenehmigung erteilen könnte in Absprache mit dem Landratsamt. Noch am selben Tag bekam der Anwalt von Rudi Holzberger vom Landratsamt Rückmeldung mit folgender Entscheidung. Auch nach nochmaliger Prüfung der Sach- und Rechtslage hält das Landratsamt Oberallgäu den Betrieb des Schlepplifts ihres Mandanten derzeit für unzulässig. Dies gilt für alle von Ihnen genannten Nutzungsarten und Zwecke. Rudi Holzberger will nun einen Eilantrag auf eine einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht Augsburg stellen. So wie es scheint, ist das letzte Wort um den Schlepplift in Gorasberg also immer noch nicht gesprochen. Skilift
oder Seilbahn. Wer hätte gedacht, dass diese unterschiedliche Bezeichnung mal für so viel Wirbel sorgt? Aber in Corona-Zeiten ist alles möglich. Apropos Corona, gleich mehr dazu in Corona in Bayern. Unkompliziert, schnell, zuverlässig. Von der Broschüre bis zum Großformatdruck lassen Sie sich von unserer Produktvielfalt inspirieren. Wir rücken Ihre Werbung ins richtige Licht. Druckerei Wagner in Mendelheim. Ich will nur noch zum Jet, Michel. Zum Tanken und auf einen kleinen Snack. Kriege ich ein Eis? Okay. Und ein Heft? Na gut, es gibt viele Gründe, beim Jet, Michel zu halten. Jet Allgäublick, direkt an der B19. Und jetzt zweimal neu an der B12 in Isny Schweinebach und Kraftesried. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Auch Ihre Kunden schauen zu. Erreichen Sie das ganze Allgäu mit Werbung auf Allgäu TV. Schon ab 250 Euro im Monat. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an werbung@rundfunkhaus-allgäu.de. Wohnträume werden wahr mit Fliesen, Naturstein oder Holz aus dem Fliesenparadies Lindau. Kunden nutzen Markenprodukte und besten Service. Fliesenparadies Lindau, Ihr Partner am Bodensee. Leiten Sie gezielt Interessenten auf Ihre Website und steigern Sie das Kundeninteresse, die Aufrufe und Ihre Online-Verkäufe mit Google Ads. Wir zeigen Ihnen wie. Bei jedem Wetter draußen sitzen? Das Fenster auch im Sommer offen lassen? Abwechslung im Wohnraum? Nur durch Liebe zum Detail entsteht das ganz Besondere. Hartig aus Mauerstädten und Kempten. Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungen. Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazzolo spricht über Distanzunterricht. Die Handwerkskammer München und Oberbayern gibt eine Pressekonferenz zum Thema »Wie geht es dem bayerischen Handwerk?« und die FDP fordert die Öffnung vom Fachhandel. Das sind die Themen in Corona in Bayern. Präsenzunterricht sei das Beste für Schülerinnen und Schüler, so Kultusminister Michael Piazzolo heute in einer Pressekonferenz. Nur Distanzunterricht könne aber den Gesundheitsschutz aller sicherstellen. Um den bestmöglichen Unterricht zu gewährleisten, sollen klare Strukturen gelten. Die Tages- und Wochenstruktur im Distanzunterricht ist verbindlich. Zu erledigende Aufgaben werden allen Beteiligten frühzeitig und transparent kommuniziert und die Stundentafel, der Unterricht umfasst alle Fächer der Stundentafel. Zudem müsse es einen regelmäßigen persönlichen Austausch zwischen Lehrern und Schülern geben. Auch ein kontinuierliches Feedback für die Schüler sei wichtig. Ziel sei es nach wie vor, ab dem 15. Februar wieder mehr Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht zu bringen. Man müsse aber das Infektionsgeschehen im Blick behalten, so Piazzolo. Die Verlängerung des Lockdowns stellt viele Handwerksbetriebe auf eine harte Probe. Die Krise sei existenzbedrohend, so die Handwerkskammer für München und Oberbayern. Besonders hart leiden natürlich die Betriebe, die komplett geschlossen sind, wie zum Beispiel Friseure, Kosmetiker, aber auch natürlich im Lebensmittelhandwerk, die ihre Kaffee- oder Imbissbereiche komplett schließen mussten. Die Handwerkskammer nimmt deshalb die Politik in die Pflicht. Hier ist auch der Bund gefordert, endlich die Mittel, die zugesagten Mittel zur Verfügung zu stellen. Und wir fordern, dass ab Mitte Februar die Betriebe wieder eine Perspektive bekommen, wann sie öffnen dürfen, um dann auch ihre Kundschaft wieder entsprechend bedienen zu können. Nur Bau- und Ausbaubetriebe seien vom Lockdown wirtschaftlich nicht betroffen, so die Handwerkskammer. Supermärkte haben während des Lockdowns weiterhin geöffnet. Sie dürfen neben Lebensmitteln auch Non-Food-Produkte wie Kleidung oder Haushaltsgeräte verkaufen. Die FDP-Landtagsfraktion sorgt sich deshalb um den Fach- und Einzelhandel und fordert eine schnelle Öffnung. Wir haben große Sorge, dass diese Kundenströme auch unter Corona-Bedingungen da falsch konzentriert werden und unser Einzel- und Fachhandel
braucht die Chance, auch wieder am Wettbewerb teilzunehmen. Das ist auch verfassungsrechtlich hoch problematisch, wenn ein Teil des Wirtschaftslebens völlig ausgeblendet wird. Der Fachhandel könne auch unter Hygienebedingungen Kontakte sauber abwickeln und werde kein zusätzliches Infektionsrisiko darstellen, so Muthmann. Im Moment überlegt man ja wirklich, was man zu Hause noch so tun kann, wenn man schon zum dritten Mal den Kleiderschrank sortiert hat. Morgen ist der internationale Tag des Puzzles. Egal ob mit 2.000 oder 48.000 Teilen, das gibt es tatsächlich. Holen Sie doch mal wieder Ihr Lieblingspuzzle raus. Ich garantiere Ihnen, das macht Spaß. Bis morgen. Natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de Willkommen zu Plenum TV im neuen Jahr, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie sind gesund und gespannt auf die Themen im Bayerischen Landtag. Und da geht es nicht nur um Corona. Seit Jahrzehnten ist das Lobbywesen in der Kritik. Also wer beeinflusst oder informiert unsere Abgeordneten? Welche Industrieverbände, Unternehmen oder Interessensgruppen sind wie oft mit Ihnen im Gespräch? Transparenz ist also gefragt. Daher wird nun auch für Bayern ein Lobbyregister gefordert. Das stärkt die Akzeptanz staatlichen Handels, das schafft Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern in die Transparenz, in die Unbestechlichkeit staatlichen Handels. Deswegen halten wir das für sehr, sehr wichtig. In vielen europäischen Ländern gibt es so etwas, auf EU-Ebene auch schon. Und deswegen sind wir auch in der finalen Endabstimmung eines eigenen Entwurfs gemeinsam mit unserem Koalitionspartner. Wir als Grüne haben einen Gesetzentwurf eingebracht zum Lobbyregister. Ich halte das für sehr wichtig. Lobby gehört zum Parlament dazu. Es gibt Interessensverbände, es gibt Gruppenverbände, mit denen wir ins Gespräch kommen. Und es ist wichtig, das transparent zu halten. Die Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, mit wem wir reden, über was wir reden, wie oft wir miteinander reden. Und das soll dieses Lobbyregister dann deutlich machen. Ja, da muss ich fast lachen, weil wir ein äußerst transparentes Parlament bereits jetzt sind. Im Gegensatz zum Bundestag finden unsere Ausschusssitzungen beispielsweise immer im Rahmen der Öffentlichkeit statt. Also da kann wirklich jeder kommen und uns besuchen, außerhalb von Corona-Zeiten natürlich, um auf aktuelle Themen zu kommen. Von daher kann ich nicht sagen, dass wir kein transparentes Parlament sind. Wir haben Verhaltenskodexe für die Mitglieder des Parlaments. Wir haben Veröffentlichungspflichten auch. Von daher ist ganz viel schon durch. Allerdings muss ich auch sagen, ich verschließe mich bestimmt nicht, wenn man in diesem Bereich noch Verbesserungen machen möchte. Ein Dutzend von Anträgen aus der Opposition befasst sich diesmal mit Kinderrechten und Kinderschutz. Als höchstes Gut sind Kinder zwar in der Verfassung benannt, aber jetzt will man ihre Rechte explizit in der Gesetzgebung verankern. Aber kein Gesetz ohne entsprechende Überprüfung. Wie sind die Kinder davon betroffen? Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Begründung wird so ein bisschen der Eindruck erweckt, als wären Kinder bisher nur Gegenstand von Grundrechten gewesen. Kinder sind und waren immer Träger von Grundrechten, wie jeder andere Mensch auch. Da gibt es keinerlei Defizit. Aus meiner Sicht brauchen Kinder auch keine eigenen Grundrechte. Die haben alle Grundrechte, die alle anderen Menschen auch haben. Mit Leben erfüllen müssen wir sie. Das ist wichtig. Und da müssen wir uns schon Gedanken machen, wie wir Maßnahmen ergreifen, die da weiterhelfen, zum Beispiel, wie man Kinder und Jugendlichen mehr Partizipation verschafft. Aber die bloße Verankerung eines Grundrechts im Grundgesetz wird daran nichts ändern. Wir brauchen eine stärkere Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung und auch in den Gesetzen. Wir müssen uns angewöhnen, alle Gesetzesvorhaben, alles, was wir tun, auch aus Kinderperspektive anzuschauen. Zum Beispiel, wenn wir Verkehrspolitik machen, müssen wir uns klar machen, Auspuffhöhe ist Kindernasenhöhe. Das bedeutet, dass wir Gesetze, Politik anders anschauen, wenn wir es aus Kinderaugen anschauen. Ich glaube aber auch, dass die Pflege und die Erziehung der Kinder das Recht der Eltern ist, aber natürlich auch deren Pflicht, muss ich auch wieder sagen. Beim Kinderschutz, da sind wir beieinander. Da können wir immer auch schauen, was man noch tun kann. Und ich glaube, auch jetzt in der Corona-Krise ist es ein ganz wichtiges Thema, dass wir baldmöglichst auch wieder Grundschulen, aber auch Förderschulen, um die nicht zu vergessen, wieder öffnen.
Das war's für heute, liebe Zuschauer. Plenum TV meldet sich in der kommenden Woche wieder hier bei Allgäu TV.